Das Problem ist jetzt natürlich, dass vermutlich... Oh, die anderen sind noch nicht feindlich. Die da draußen. Echt? Die wissen nicht, was hier passiert ist wahrscheinlich. Die wissen nicht, was hier passiert ist, genau. Wir haben übrigens 3 Larven. Okay. Was machen wir damit? Guten Appetit. Ist die Frage, ob jemand von euch möchte. Ich nehme gerne. Du, ich bin schon satt. Danke. Ich brauche schon ein bisschen Chucky, die Betten, die ich habe. Chucky? Ich überlege, guck gerade, was es noch gibt. Ja. Die Säurestiefel behalte ich erstmal im Inventar für uns, ne? Ich würde vielleicht. Hast du ein paar von der Psychonische Überladung? 10 Zinke. Die da draußen sind wahrscheinlich so lange freundlich zu uns, bis sie rausfinden, was du mit dem Gemälde gemacht hast. So. Ich meine, das klingt nicht schlecht mit dem Psionischen, allerdings kriegst du halt selbst auch Schaden, ne? Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite haben wir ja schon einiges an Heilung. Ich überlege, ob vielleicht die Gesundheit übertragen in einem Pinch hilft. Ja, was da denn vielleicht, insoweit ist es vielleicht ganz gut, danach auch noch Schild der Diener. Ja. Als Kombination, also Gesundheit übertragen und dann Schild der Diener. Gerade wegen dem, dass Feinde in der Nähe betäubt werden, das klingt halt sehr nett. Sollte niemand nehmen, der Nahkampf macht? Also das Schild sollte jemand bekommen, der Nahkampf macht. Also wer das Schild wirkt, ist ja egal, aber... Also willst du die beiden nehmen? Ja, kann ich machen. Dann nimm. Und dann nehme ich auch noch eine Larve. Von mir aus ja, ich brauche keine. Nom 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 nom, friss mein Gehirn. Ja. Hm? Mal gucken, ob die uns freundlich gesonnen sind da draußen. Ja, mal schauen. Hier gab es einen Kultisten-Selbstmord, also Massen, die haben irgendwie Gift genommen oder so, ich weiß auch nicht. Die liegen alle da hinten im Kreis. Dinge passieren. Ja, nee, die haben nichts bekommen. Da sind Dinge explodiert. Oh, was ist denn hier mit dem Bild passiert? Das ist ja schrecklich. Was ist denn... was? Ich? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Doch, du alleine warst das. I didn't do shit. Du, mich überhaupt nicht erwischt. Was ist denn eigentlich da über dem Klassenraum noch? Ist das... Das ist, wenn man durch diese Tür geht, wo der Kristall fehlt. Ah, ja. Du warst das. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch durch die Höhle, durch die Tür. Jo. Wenn wir schon mal hier sind. Hauptmann ist noch eine Quest. Stimmt. Aber dann müssen wir vielleicht das Artefakt geben. Das kann sein, ja. Ja, ja, wir sollen erst wieder kommen, wenn wir das Artefakt haben das oder gar uns gar nicht mehr blicken lassen, hat sie gesagt. Also gehen wir erstmal hoch zur Tür, ne? Bin falsch gelaufen. I wasn't much better than the current storm when I was a yank. Ich kann keine Karten lesen. Right, Gareth. My life is infinitely better here watching this back door. I'm not letting you bring me down. The Kithrak will appreciate me eventually. Ich will gerade mal gucken, ob ich verkaufen kann. Ach, verkaufen ist eine gute Idee. Was wir gerade gelootet haben. Hier, Dinge, die wir zufälligerweise gefunden haben. Ja. Dann kann ich dir auch noch Sachen rübergeben, Chucky, ne? Ja, mach das. Ja. Ich krieg zwar nicht so gute Preise wie ihr, aber... Ja, die 5 Unterschied. So einen großen Unterschied macht das mit dem Charisma, glaube ich, gar nicht.
Ja, und ich glaube auch, dass wir langsam an dem Punkt sind, wo wir sagen, Hauptsache, der Stuff ist weg. Was? Geldmäßig. Ich glaube, einfaches Gift haue ich auch weg. Ja. Noch keiner von uns verwendet Gift, ja. Bin auch immer zu faul, das drauf zu schmieren, bevor ich angreife. Ich weiß nicht, wollen wir eine kurze Rast machen, damit Rawkyle und Lazelle. Ich hab dir meine Sachen gegeben. Wieso nicht? Was hast du mir gegeben? Waren als Waren markiert, hast du wahrscheinlich schon verkauft. Achso, ja. Ach nee, ich hab sie aus Versehen. Oder? Doch. Doch, hab ich dir gegeben. Okay. Waren irgendwie eine Rüstung, ein Schwert und sowas. Nichts zu Besonderes. Für noch irgendwas Wichtiges, Nutzloses. Ja, komm, das kann auch weg. Ist auch Müll hier. Gut. Mein Inventar ist wieder bereit, sage ich jetzt mal. Dann machen wir eine kurze. Drück mal. Und drücken Sie mal. Time to get going. Time to get going. What? Will they not heed that just still? That will not serve them well in battle with Gate. Oh my. Seems simple enough. 115 Erfahrungspunkte. Okay. Oh. Ja. Das wäre wahrscheinlich noch ein anderer Weg rein gewesen. Maybe. Gut möglich. Und springt in den Tod. Das ist immer spaßig. Immer gut. Das ist eine Edeltruhe. Oh. Truhe, Truhe, Truhe. Nix hier, der Wache ist gerade ein paar Pfeile. Okay. Wieso kann ich die Wurzel nicht hochklettern, wenn dein Tier da lang klettert? Das hat Flügel. Das muss überhaupt nicht klettern. Du fragst Sachen. Das sagst du. Wenn mein Tier da lang klettern möchte. Ich sag ja nicht, dass es das nicht darf, aber es muss ja jetzt nicht die ganze Leiter blockieren, wenn es auch fliegen kann. Hast du gesagt, es ist dick? Was? Ja. Oh, ich weiß, wo wir sind. Beim Adler wieder, ne? Ja. Und hier ist aber auch noch ein Zauberpfad. Oh, so ein Grabstein. Ein Zauberpfad? Im Weg. Oh, ein Grabstein. Mit einem Erdhaufen. Askel Stockhold, Dawnmaster. From Death, Life. Okay. Oh Gott. Gott, das scheint wieder leicht. Was denn? Ich mach gar nichts. Holztruhe. Da ist gar keine Leiche drin, wollen wir mal ganz kurz festhalten. Ja. Ein Brief. Der geliebte Dämmermeister Stockhold wurde mit einem zeremoniellen Streitkolben begraben, zu Ehren der vielen bescheidenen Streitkolben, mit denen er zu Lebzeiten das Böse aus diesem Land getilgt hat. Ist ein rostiger Streitkolben. Ja, neben der Leiche. Wunderbar. Haben wir jetzt eigentlich hier das Blut gefunden, diese legendäre Ultrawaffe? Warum klaust du dem einen rostigen Streitkolben? Hab ich gar nicht, ich hab nichts gemacht. Nein, haben wir noch nicht gefunden. Okay, das müssen wir noch machen, bevor wir hier weggehen. Das müssen wir noch unten. Ich denke, das ist hinter dem Tor. Bei den Gisyanki unten, oder? Ja. Ach so. Und ich glaube, wir müssen jetzt zu den, zu diesen Githyanki-Kriegern. Die haben ja nämlich dieses. Ach nee, warte mal. Wir hatten noch irgendwo. Die das Ding mitgenommen hat, ist in Richtung Türme des Mondaufgangs losgelaufen. Ja. Aber wie kommen wir denn da unten dann hin? Ja, eben.
Wahrscheinlich erst dann danach. Aber das bringt ja nichts, wenn da die Waffe dagegen ist. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Oder wir müssen doch mal mit ihm da unten reden. Klar, dass die Parasiten aus den Türmen des Mondaufgangs stammen. Diese zu infiltrieren, die einzige Chance, eine Heimat zu finden. Okay. Ja, dann geht es ja weg, oder? Was? Weil die eine Quest bringen, oder soll zum Inquisitor. Das ist jetzt weg. Oder nicht? Nein. Sprich mit dem Hauptmann der Githyanki-Krippe, entdecke das Geheimnis des Artefakts, ist man noch hier. Oder von welcher Quest redest du? Von der Begleiter-Quest. Ach so. Stimmt. Vielleicht selbst glaubt, dass der ist noch da. Der ist jetzt manipuliert war und will unbedingt den Inquisitor in der Krippe informieren. Okay, dann sollten wir doch rein. Ja. Können wir uns reinbieben oder müssen wir klettern? Ja. Nee, Krippe Jelek. Inquisitor, ich möchte den Manager sprechen. Ist okay, Karen. Oh mein Gott, sie ist Space Karen. Das ist nicht der Inquisitor. Wo ist der Inquisitor? Nee, wir müssen aber hier durch die Tür und dafür müssen wir erstmal jetzt hier vermutlich Zugang bekommen. Ich muss mal hier gerade dringend speichern und dann muss ich mal dringend mit dem Inquisitor sprechen. Ganz dringend. Warte, bis er gespeichert. So. You have returned. Any news of the weapon? Ich hab die Waffe gefunden, die wir suchen. Give it to me. Nein. No. Then I will take it from your corpse. Such's doch. Yay, Krieg! Mehr Krieg. Ich meine, so ein beschissenen Initiativwert. Da kann jetzt keiner was für, ne? Nee. Nee, überhaupt nicht. Er hat ja nicht mal die Option gemacht, von wegen, ja, wir wollen, dass die, wir wollen das selbst übergeben oder so. Was macht die hypnotisiert? Nur aus purer Neugier? Die können keine Aktion machen, wenn sie hypnotisiert sind. Ach, sehr gut. Aber wenn du sie angreifst, dann werden sie, glaube ich, rausgesnappt. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Können keine Aktion machen oder uns angreifen. Don't mind if I do. Do your best. Schade. Or worst. Okay. Und dann rennt sie wieder hin. Warum? Falls es kann. Sie ist halt nicht die hellste. Offensichtlich. Was passiert da drüben? Du hast purer Neugier? Die kann parieren? Ich gebe ihr mal den Schild der Tina. Okay. Au. Tat und Rang. Was soll ich denn dir geben? Oder hast du weniger? Nö, mir geht's gut, ich habe meinen legendären Schild. Wie, nur mal so aus purer Neugier, wie oft kannst du zuschlagen? Ja. Sie hat zwei Angriffe, dann habe ich Taten dran gemacht für noch zwei Angriffe und dann durfte sie noch ihre Bonusaktion machen. Ich spare mir den Schild. Also sie kann ich meine bis zu fünfmal. Was, da steht ja noch jemand, den habe ich gleich gesehen. Kein Ding, kein Ding. Die kann nix. Ach so, sind jetzt alle im Kampf hier, weil sie die gerufen hat? Oder waren die von Anfang an mit drin? Und welche anderen? Die auf dem Flur sind. Oh. Oh, hi. Oh. Hi. Sie hat eben um Hilfe gerufen, aber ich habe nicht gesehen, dass sich an der Initiative oben was geändert hat. Auch nicht gesehen. Hoppala. Upsi. Natürlich, nur eins gewürfelt. Und sie ist doch tot, ist doch gut. Bewusstlos. Warum machen wir immer noch bewusstlos? Warum? Ein Knaufschlag hat er gemacht, oder? Ach so. Schwung heißt das. Das ist eine ganz normale Waffenaktion, keine Ahnung. Hm. Ist egal, sie ist weg. Ja. Was? Warum legst du da rum? Er hatte eine 26 gewürfelt, das ist schon.
ziemlich gut. Das ist ja schon unfreundlich. Ich kam noch nicht mal dran. Okay. So, mein junger Padawan hier. Du hältst aber... seid ihr mal böse, wenn ich hier hinten die Dame tot mache? Nö, nö. Gut. Oder auch nicht, weil sie zu weit entfernt ist. Leck mich doch. Dann doch. Warum bist du zu weit entfernt? Weil der Typ neben dir steht und du den Nahkampfangriff gerade hast. Du musst das ausschalten, wahrscheinlich. Ach ja. Oh, 49% nur? Ach, weil ich bedroht bin. Ja, weißt du was, dann machen wir... Kannst du ihn erst schubsen? Yep. Nicht das, was ich meinte, aber auch okay. Du hast jetzt schubsen. Ich hab geschubst. Versteck mich. Was kannst du für Symbole neben dir? Nur ein bisschen. Das muss so. Ich sammle die. Hat sie was Cooles? Seelenbrecher Zweihandschwert. Selten. Ja. Psionische Gizwaffe. Wird diese Waffe von einem Gizjanki geführt, bewirkt sie zusätzlich 1 bis 4 psychische Schaden. Ja, herzlichen Glückwunsch, Lassell. Panzerrüstung und den Gizsplitter, um durch die Tür zu kommen. Den nehme ich hier schon mal ab. So, die Illusion hält noch eine Runde. Können wir mal drüber reden, dass wir hier die Leute töten, um zum Gizsplitter zu kommen? Naja. Ich meine, wir gehen jetzt auch nichts für. Sie haben uns angegriffen. Ja. Ihr seid noch alle unverletzt, ne? Ne, du nicht. Ich wurde ein bisschen auf den Boden geschlagen und so. Ich mag Hypnose, das ist richtig gut. Schon. Ey, meine Temp-TP. Was soll das? Was hat er gesammelt? Sich. Man kann er temporäre Trefferpunkte jemandem geben. Okay. Der Krieger da hinten ist schon ein bisschen eklig, ne? Bisschen. Hackt ihn in Stücke in 723 Angriffen. Hab ich gemacht. Mal gucken, 50-50. Nice. Ja, getroffen. Ja, dann. Darfst du dich noch am Plünderer vergnügen? Wo auch immer der... Achso, der liegt, ja. Der liegt da, ja. Oder du kannst hier anfangen, die... Kannst auch die Wölfe schon, weil die können ab nächster Runde eh wieder agieren. Ja, aber ich werde jetzt töten. Wenn der liegen bleibt, kannst du ihm eh in den Hals beißen. Oder auch nicht! Der liegt schon am Boden. Und ich treffe nicht. Ja. Ach so, wirklich. Ist liegend, gibt das Vorteil gegen Fernkampfangriff? Das kann gut sein. Das, nee, das ist dein RP. Das heißt ja nichts. Das gibt auch Vorteil auf Fernkampfangriff. Fernkampfangriff ist ein Vorteil, das hat halt keine Auswirkungen auf Fernkampf. Okay. Hallo Wölfchen! Scheiße. Aber. Tut mir leid. Du hättest dann einfach auf die Wölfe fokussieren können. Ja, das Ding ist, wenn ich einen Gegner töte, kann ich nochmal angreifen. Ach so. Deswegen. Dann hätte ich ihn töten können und die Wölfe angreifen können. Ja. Dann hättet ihr nämlich einen Gegner weniger angreifen müssen. Mhm. Der Wolf ist zu schwer zum Stoßen. Ja. Man stelle sich vor. Kaum zu glauben. Ach, bleibt auch liegen. Aha. Alter. Au. Und dann weglaufen, weißt du? Das haben wir gern. Hm. Ich überlasse ihn dir, wenn du möchtest. Nicht den Gesinnungsrater. Dein Teufel steht im Weg. Steht im Weg? Wofür? Zum Angreifen. Aufspringen. Oh, da kommt noch jemand. Ja, ich glaub, achso, ich kann nicht so weit laufen, weil ich gelegen hab. Im Flur hat uns noch jemand entdeckt. Mach mal die Tür zu, vielleicht.
Ich hab keinen Debuff, ich hab lange Schritte, aber komm nicht hin, was soll denn der Quatsch? Du bist aufgestanden, das verbraucht die halbe Bewegungsrate. Achso. Oh. Kannst du die Tür zumachen in der Pantherform oder geht das nicht? Nice. Ja, da ich nirgendwo hinkomme. Springen kann ich auch nicht, oder? Nein, nicht genug. Das ist auch Bewegung. Nächste Runde. Gute Idee. Ah, oh. Richtig gute Idee. Nice. I like it. Das mag ich nicht so sehr. Guter Schuss. Kannst du auch immer Schuss machen. Was? Jetzt kannst du auch auf immer stellen eigentlich. Oder hast du eine begrenzte... Es ist eine Reaktion. Ja, du kannst... Ich habe nur eine Reaktion. Aber du kannst Reaktion auf immer stellen. Ja, aber jetzt halt die Frage, ob man es immer dafür nehmen will. Deswegen, ich habe das einmal und ich kann halt dann sozusagen nochmal würfeln. Wenn ich sehe, dass der Wurf gescheitert ist, kann ich ja nochmal würfeln. So, Wölfchen ist weg. Dann der für dich. Gehe ich in Deckung, falls sie reinkommt. Weil ich habe nicht mehr so viel. Nee, die bleibt draußen. In Deckung. Alter, ein Lebenspunkt. Ja. Und tot. Oh mein Gott, die habt dich gehasst. Frech. Ganz schön frech. Du machst das, Lazar. Go, go, Lazar. Keine Aktion mehr, die hat mir aufgehoben. Achso. Okay. Die hätte sie auch töten können. Was? Was? Ah. Okay. Ich hatte überlegt, ob sie jetzt stirbt oder nicht. Muss ich mach mal kurz die Tür zu. Ja. Okay. Bevor hier wieder Leute reinkommen. Ach, die reinkommen. Tür, ich dachte bei dir. Ja, genau. Ich dachte, Real-Life-Tür. Genau. Ich habe hier ein Githyanki-Großschwert. Brauchen wir sowas? Zum Verkaufen bestimmt. Was wiegt halt einfach Tonnen. Ich gebe das einfach mal Lasse. Wie wert ist das dagegen? 180. Ja, fast nix. Ich finde gut, wo wir stehen, so vom Wert her. 180 ist ja nix wert. So, das Seelenbrecher hat zwei Handschwert. Nee, das will nicht ich. Warte. Das ist für sie. Das ist auf jeden Fall. Das ist nicht besser, aber es macht den Bonusschaden. Ja, also ist besser. Ja. Kann man das Kronen und das sieht ja doch passend aus. Ja. Sie hat jetzt so einige Schwerter. Ja. Die ich finde halt die Rubine darauf richtig cool. Ist auch nicht besser. Ich hab. Also ich meine. Wir sind alle sehr full life. Alle, ja. Ich sehe auch keinen. Was hältst du davon, wenn du. Low life. Nee. Nee, nee. Jetzt geht's allen gut. Alle wunderbar. Alle geht es gut. Ich hab dich ja nicht getötet. Ich hab nicht mehr. Ich hab. Von der Heilung her. Die großen Heiltränke. Wir haben viele davon, ja, dachte ich. Also von der Heilung her würde ich sagen, kann ich mir anders helfen, aber ich habe nicht mehr so viele Zauberslots tatsächlich. Ja, ich habe doch. Nehmen wir denn große Heiltränke oder kleine Heiltränke? Wie viele Zauberslots? Zauberslots? Nein, für den nächsten Kampf meine ich, habe ich dann nicht mehr viel. Ja. Ich habe nicht mehr viel zum Zaubern. Heiltränke. Hä? Zum Zaubern. Es geht nicht darum, dass ich mich nicht heilen kann. Es geht darum, dass ich nichts mehr zum Angreifen habe. Ach so, ich dachte, wenn du dich heilst, hast du keine Heilung. Bräuchte mal eine lange Rast für meine Zauberplätze. Ach so, ja, dann können wir das machen. Ich bin ja kein Warlock. Ach nee, wir können hier nicht rasten. Never mind. Oh. Ja, dann. Willst du
Und hier, mächtiges Elixier der Arkan-Kultivierung, hast du das noch an? Habe ich noch zwei. Du kannst noch eins nehmen. Hast du. Genau, ich habe auch noch drei Stück, also die kannst du ja gerne auch noch weiter nehmen. Dann hast du noch einen weiteren Zauberplatz. Wieso habe ich... Was habe ich in der Hand? Du hast Komisches in der Hand. Arthur. Weird. Das kommt erstmal zu dir, so. Ja. Ich nehme mal so ein kleines für den ersten Grad. Wie du möchtest. Okay, dann kann ich noch ein bisschen durchhalten. Ich setze das mal da ein. Tu das! Die werden bestimmt happy da drüben sein. Die haben bestimmt nicht mitbekommen, was passiert ist. Nö. Die kriegen oft nichts mit. Wo laufe ich hin? Weiß ich nicht. Erfolgreich eingesetzt. Oh. Oh. It is you. Du siehst so gut aus mit dem Blut. Ja. We have business to conduct. Wir werden erwartet. Schon. Na dann. Zieht das Fass? Dann ist ja alles gut. Das war nicht mein Safe. Noch ein verziertes Fass. Ich dachte gerade, du bist geplatzt. Hm, so ungefähr. Schicke Statue. Aha. Mal. Ja. Liebes Werkzeug. Für unseren Einbrecher. Aber schon, hat er schon, ja. Sehr gut. Jo. Die Musik ist auch sehr gut. Die gefällt mir. Ja. Die ist sehr unaufdringlich gerade bei mir. Bin zu spät. Findest du? Alles gut. Eiserne Doppeltür. Bossfight? Kurze Frage. Ja. Ach nee, du hast dein badischer Gesang ist keine lange Rast, ne? Kann ich noch viermal verteilen. Ja, aber das ist nur eine lange Rast, ne? Eine kurze Rast. Achso, mein Dings, was ich machen kann. Gesang der Rast ist eine kurze. Okay, schade. Ich hätte gedacht, dass man vielleicht damit die lange Rast simulieren kann. Nee, das wäre nice. Aber okay. Ich meine, wir haben auch noch eine kurze so auf Tasche. Da steht der Inquisitor. Falls du für deine Zauberplätze brauchst. Schönen guten Tag. Wer möchte? Soll ich mit Lazelle oder will einer von euch? My Arden spoke of one of our kin that escaped a crashing Gaek slave vessel. Chirai. Vlakith's justice in flesh. You have accomplished much, child. I am pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. Da ist was dran. I suspect you plucked something precious from the Gaek ship. Something that belongs to us. The weapon. Give it to me. Mine. Don't do it. The weapon is how I protect you. Do it. Do not disobey the Inquisitor. Lazel, chill. Ja, 5 finde ich gut. Ja, find ich Some of your species say knowledge is power. They are wrong. Knowledge is everything. We took an interest in you when you became involved. Hat hier gerade Lock geknallt. Ich muss mal gucken, ob alles okay ist. A pestilence of infected slaves, the first symptom of the grand design in action. But you are lucky. That weapon you carry is the solution. I have heard it from Queen Vlakith herself. Hand it over. Was hat er denn jetzt gesagt, woher er so viel über uns weiß? Na, der hat uns halt beobachtet. Ah. Und der weiß alles. Genau, wir wissen es alles und so. Ja. Was ist der große Plan? The grand design is what all Gaek seek.
the restoration of the Illithid Empire, which spanned the entirety of the multiverse. For centuries, Marvel. Elder Brains sought to bring back their dominion. Every plot they hatched, we stopped. But now they are close to succeeding. Never before could they pause Seramorphosis. Never before could they let the infection spread undetected. You saw the thralls gathered on the Gaek ship. Imagine that everywhere. Wants, needs, choice, all would cease to be. Everything rendered unto the Gaek. So, the weapon. Please. Oh, wie nett. Mutterlich. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.